Ja, hallo zusammen. Neues Video hier aus meinem Studio. Und zwar geht es heute mal um ein bisschen grundlegendere Dinge. Und zwar, wie man hier sein Keyboard oder E-Piano am Computer anschließt, um damit zum Beispiel sich selber aufzunehmen oder auch überhaupt Musik zu produzieren mit verschiedenen Plugins. Aber dazu komme ich gleich. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Mal ist das eine sinnvoller, mal das andere. Ich benutze hier im Prinzip alle Möglichkeiten, je nachdem, so wie es halt gerade am sinnvollsten für mich ist, je nachdem, wie halt gerade die Situation ist, was man gerade machen will. Also die einfachste Möglichkeit und auch wahrscheinlich die günstigste Möglichkeit ist, wenn man sich einfach hier sowas zulegt. Das ist ein USB-MIDI-Keyboard. Das hat hier hinten einen USB-Anschluss hier. Das Teil hat auch hier ein ziemliches Gewicht, weil das hat nämlich richtige Hammermechanik. Man vielleicht hören, wie die Mechanik sich bewegt. Das Keyboard wird einfach per USB angeschlossen, ein ganz normales USB-Kabel. Einfach hier hinten in den USB-Anschluss und dann in einen freien USB-Anschluss im Computer. Allerdings darf man eine Sache nicht vergessen, und zwar so ein Teil hier, ein USB-MIDI-Keyboard, ich stelle es mal hier rüber, macht von sich aus erstmal keinen Ton, weil es ist keine Klangerzeugung drin. Das heißt, man kann damit wirklich nur Daten schicken an den Computer und der Computer erzeugt dann den Ton. Und ich zeige euch jetzt, wie man das dann zum Klingen bringt. Das Ganze mache ich jetzt hier mit dem Core Kronos. Der ist zwar ein bisschen was Besonderes, weil der jetzt nicht nur einfach ein USB-MIDI-Keyboard ist, aber jetzt gerade ist der einfach mal nur so angeschlossen, dass halt über das USB-Kabel hier, wie auch bei dem, einfach dann die MIDI-Daten in den Computer gehen. Und jetzt habe ich hier in Logic hier eine Instrumentenspur erzeugt. Ich werde die nochmal löschen hier und das Ganze nochmal machen, um es zu zeigen. Die Audiospur hier oben, die braucht euch nicht zu kümmern. So, die können wir auch mal löschen. So, jetzt können wir hier eine neue erzeugen. So, Softwareinstrument. Und jetzt kann man hier auch schon einen Sound hier auswählen. Nehmen wir einfach mal hier einen Synthesizer. So, erzeugen. Und jetzt müsste ich eigentlich den Sound schon spielen können. Genau. Also funktioniert schon. Das ist der ganze Zauber im Prinzip. Wenn ich jetzt den hier mute, dann kommt natürlich auch kein Ton. Weil, wie gesagt, MIDI-Daten klingen von sich aus nicht. Die steuern Software-Synthesizer, die dann den Ton erzeugen. Genau, und da könnte ich jetzt hier einfach hier den Record-Button drücken und dann hier zum Beispiel Metronom einmachen und dann hier auf Aufnahme drücken. Genau, und dann ist es hier eingespielt. Genau, und eben jetzt das Praktische an MIDI ist, dass man zum einen jetzt hier natürlich Doppelklick machen kann und jetzt hier zum Beispiel das Ganze auch einfach verziehen kann. Vor, zurück, rauf, runter, etc. Und man kann den Sound auch noch nachträglich ändern. Also ich könnte zum Beispiel jetzt hier hingehen und zum Beispiel einfach einen anderen Sound auswählen. Und dann könnte man hier einfach noch zum Beispiel eine weitere Spur erzeugen und dann hier zum Beispiel einen Bass auswählen. Und dann einfach dann den einspielen.
bisschen tief geworden. Jetzt kann man hier noch das Ganze ein bisschen ausbessern. Sieht gar nicht so schlecht aus. Hier ist man ein bisschen zu früh gewesen. Den Streifton hier weg. Den Streifton weg. Steuerung A. Kann man hier auch die Quantisierung einstellen. Ich mache immer ungern 100%, mal ein bisschen weniger. 80%. Das sitzt alles schön im Grid. Es soll jetzt hier kein Musikproduktionstutorial werden. Es geht ja einfach jetzt vor allem eher um das Setup, also wie man die ganzen Sachen anschließt. Wenn man mit Plugins hantieren will, also mit Softwareinstrumenten, dann ist das auch eigentlich die einzige Möglichkeit, weil alles, was ich euch jetzt dann noch zeige, ist nicht so gut manipulierbar. Und zwar jetzt im Falle von so einem Core Chronos hier, kann man auch die internen Sounds aufnehmen. Also das ist ja auch jetzt ein E-Piano Keyboard Workstation, was man live benutzen kann. Das hat dann hinten Line-Ausgänge und der Ton wird im Core Chronos erzeugt und wird dann über die Line-Ausgänge analog übertragen und dann über ein Interface wieder digitalisiert. Jetzt hier gibt es sogar noch ein weiteres Feature, und zwar das Keyboard hat ein Audio-Interface schon eingebaut. Das heißt, bei dem bräuchte ich eigentlich jetzt nur dieses eine USB-Kabel hier und ich kann sowohl MIDI senden, aber auch Audio vom Chronos selbst übertragen. Das heißt, ich kann jetzt hier eine neue Audiospur erstellen. Hier Audio, eine Stereospur zum Beispiel, so, erzeugen. Genau, und wenn ich jetzt hier spiele, dann hört ihr jetzt den Klang vom Chronos. Also der wurde jetzt nicht vom Computer erzeugt, sondern im Core Chronos und dann durch das USB-Kabel als Audiosignal in den Computer gesendet. Und das kann ich jetzt hier aufnehmen. Das sieht man auch dann gleich daran, dass man dann hier so eine Wellenform angezeigt bekommt. Also dann weiß man, okay, da wurde wirklich dann eine Audiodatei aufgenommen, nicht nur MIDI-Steuerungsdaten. Genau, das sieht man schon hier, diese Wellenform hier, das heißt jetzt eine Audiodatei. Wenn man das so haben will, dann muss man jetzt hier in den Audioeinstellungen hier das richtige Interface auswählen. Also wenn ich jetzt hier Chronos auswähle, dann wird Audio gesendet vom Chronos und auch empfangen. MIDI läuft dazu einfach parallel. Jetzt gibt es noch eine weitere Möglichkeit, und zwar mit einem externen Audio-Interface. Das habe ich hier liegen. Ich habe hier dieses Zoom H6. Oder auch früher habe ich immer da das Steinberg hier benutzt. Geht aber jetzt mit dem neuen Mac Mini M1 hier nicht mehr. Das kann ich dann auch hier auswählen. So, H6. Genau, und jetzt geschieht das ganze Audio alles über das Zoom H6 hier. Das heißt, jetzt muss ich mein Core Chronos hier über zwei Line-Kabel mit den Eingängen hier am Interface verbinden. Es werden jetzt hier nur Input 1 und 2 angezeigt, weil ich ja das Interface jetzt hier im Stereo-Modus verwende. Man kann aber hier auch auf Multikanal umschalten und dann werden alle 4 oder auch alle 6, das hat ja 6 Eingänge, angezeigt und kann dann den anwählen, den man halt gerade aufnehmen will. Man kann auch alle 6 Kanäle gleichzeitig auswählen. Das Interface selber ist dann einfach wieder per USB angeschlossen am Computer. Also das sind so die Möglichkeiten. Also entweder einfach hier, einfach ein MIDI-Keyboard, was dann per USB einfach in den Rechner geht. Dann hier so eine Workstation, die vielleicht sogar schon beides drin hat, also Audio-Interface und MIDI-Interface. Da reicht dann einfach ein USB-Kabel, was in den Rechner geht und es wird Audio und auch MIDI übertragen. Man kann die internen Sounds nutzen und aufnehmen als Audiospuren, aber man kann auch MIDI-Instrumente anspielen, also Software-Instrumente, die dann über die MIDI-Daten dann wiedergegeben werden.
Oder man kann sich ein externes Audio-Interface besorgen und dann da alles anschließen. Wenn man da aber dann gleichzeitig wieder auch MIDI verwenden will, dann sollte man darauf achten, dass man ein Interface hat, was auch einen MIDI-Eingang im Idealfall hat. Zum Beispiel viele E-Pianos, die man sich zum Beispiel einfach so ins Wohnzimmer stellt, die haben dann in der Regel ganz normal Line-Ausgänge und auch noch einen MIDI-Ausgang, einen MIDI-Eingang. Das ist so runder Stecker. Oft haben die aber dann kein USB-Audio-Interface verbaut. Das heißt, in so einem Fall kann man sich einfach ein Audio-Interface kaufen mit MIDI-Eingängen. Man kann dann einfach den MIDI-Ausgang von dem E-Piano mit dem MIDI-Eingang von dem Interface verbinden über so ein Kabel hier. Also einfach hier in den MIDI-Eingang das eine Ende vom Kabel und das andere Ende, das ist dann hier angeschlossen. Und wenn man die internen Sounds von dem E-Piano benutzen will, also man geht dann hier mit zwei Line-Ausgängen, es sind oft immer zwei, weil man halt ein Stereo-Signal haben will. Das geht dann raus und dann hoch hier in die Line-Eingänge des Interfaces. Und wie gesagt, man braucht jetzt nicht hier Audio-Interface und noch MIDI-Interface, sondern man kann das Ganze als ein Package kaufen. Wenn man aber wirklich nur MIDI-Daten an den Computer senden will, also man nur Software-Instrumente im Computer nutzen will, man vielleicht noch so ein normales E-Piano mit MIDI-Ausgang irgendwo rumstehen hat, dann genügt eigentlich auch schon so ein kleines USB-Interface, was dann die MIDI-Daten überträgt. Bei dieser Lösung wird dann der Ton, der dann vom Computer erzeugt wird, einfach über die Soundkarte, die interne Soundkarte im Computer wiedergegeben, entweder über Lautsprecher, die man angeschlossen hat, oder halt über den Kopfhörerausgang. Da muss man allerdings dann aufpassen, vor allem bei Windows-Rechnern, dass man da noch einen richtigen Treiber installiert. Zum Beispiel sowas wie ASIO for All sind das so die gängigen Treiber, damit man die Latenz verringern kann. Das kann ich auch hier nochmal zeigen. Und zwar, wenn ich jetzt hier in Logic reingehe, dann gehen wir auf Audio, hier bei dem, also hier ist ja das Zoom H6 hier angewählt, sowohl als Ausgangsgerät, das ist das, was ich höre, und dann das Eingangsgerät hier ist ja auch das H6. Also wenn ich jetzt hier spiele, der Ton, der reingeht. Und dann gibt es hier unten noch diese Sache hier, die Puffergröße hier. Da sieht man jetzt, die ist jetzt hier gerade auf 128 Samples und das bedeutet dann eine Latenz hier von 6 Millisekunden am Ausgang. Wenn ich jetzt die Buffergröße höher stelle, zum Beispiel hier auf 1024, dann geht zwar die CPU-Last runter, aber hier die Ausgangslatenz hier erhöht sich und dann kommt der Ton zeitversetzt zum Tastendruck. Und das will man natürlich nicht, also man will die Latenz so gering wie möglich halten, deswegen muss man hier dann sehr weit runtergehen. Also ich gehe immer so auf 128 oder vielleicht noch niedriger. Das ist natürlich hier ein sehr leistungsstarker Computer. Muss man immer gucken dann, wie viel da machbar ist. Je niedriger man die Puffergröße stellt, je mehr muss der CPU arbeiten. Und irgendwann kann es sein, dass man dann Aussetzer hört im Ton. Und das will man aber natürlich nicht. Okay, das waren jetzt mal die verschiedenen Möglichkeiten hier mit so einem Sequenzerprogramm wie jetzt Logic. Geht auch mit Cubase, geht mit allen Sequenzerprogrammen. Das Setup kann man auch nutzen für zum Beispiel Noteneingabe. Da habe ich jetzt hier mal Sibelius. Da mache ich jetzt mal ein neues Dokument hier auf, weil ich das jetzt hier nicht verändern will. Und jetzt kann man hier, wenn das nicht eh schon funktioniert, geht man bei Sibelius hier auf Noteneingabe, Eingabegeräte. Genau, und jetzt kann man hier, wenn man jetzt ein MIDI-Gerät angeschlossen hat, kann man hier diesen Haken setzen. Und es das heißt dann, dass Sibelius die MIDI-Daten vom Keyboard bekommt. Wenn nicht, kann man hier auch nach Geräten suchen eingeben. Und jetzt kann ich nämlich hier Noten schreiben. Also wenn ich jetzt hier ein C spiele,
dann wird auch in C in die Noten hier geschrieben. D, E, F, G und so weiter. Ich kann den Rhythmus ändern, hier über das Keypad hier. Ich kann jetzt zum Beispiel hier Achtelnote schreiben, dann zum Beispiel hier 2 G ist als Achtelnote. Oder auch dann Achtel zum nächsten, dann hier Sechzehntel. Dann zum Beispiel wieder eine Viertel und so weiter. Oder auch ganze Akkorde. Also die Zeitersparnis kommt natürlich dann vor allem, wenn man mehrstimmige Sachen schreiben will. Zum Beispiel hier einen F-Dur-Akkord schreiben will und dann G-Dur-Akkord, C-Dur, C7 oder auch komplexere Sachen. Also wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man viel Jazzmusik zum Beispiel schreiben muss, dann ist es schon eine enorme Zeitersparnis. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier einen G-Moll 7-9 Akkord schreiben will, so, dann habe ich hier das Left-Hand-Voicing schon notiert und jetzt kann ich drüber noch zum Beispiel ein F-Dur Upper Structure schreiben. So, und ist praktisch gleich da. Geht viel schneller. Ich kann jetzt hier das in halbe Noten. Und dann hier zum Beispiel so was Alteriertes hier. So, hier C7, drüber ein Astor-Dreiklang. Zack. So. Die Alternative wäre, dass man sagt, okay, jetzt nehme ich halt hier als halbe Note hier zum Beispiel erst ein F. Und dann muss ich drüber zwei Terzen setzen. Mach mit der Zahl 3, dann noch eine Quarte. Dann habe ich dann hier wollte ich Astur schreiben. Das heißt, jetzt muss ich hier mein A setzen. Dann muss natürlich ein B davor, dann eine Terz drüber, noch eine Terz drüber. Das passt nicht, brauche ich ein S und dann die Quarte. Da muss ich wieder das B davor machen. Und jetzt bin ich praktisch erst damit fertig. Links genauso. F, dann Terz drüber, genau, dann eine Sekunde. Allerdings ist das jetzt hier wieder verkehrt, heißt, es muss noch ein B hin, noch eine Terz, dann hier das E hier, na, schon falsch gemacht, E, dann Quinte, B und noch eine Quarte. Da wollte ich ja die Kreuz 11 haben, die Kreuz 9. Mal als Dis schreiben, lasse ich es mal als S. Quasi einfach so wie so ein Doppelterz-Akkord. Genau, also man sieht schon, so braucht man einfach viel, viel länger. Wenn man jetzt wirklich viel schreiben muss, vor allem wenn man beruflich viel schreiben muss, dann ist das der richtige Weg. Und MIDI macht es eben möglich. Also entweder ein E-Piano mit MIDI-Ausgang, dann braucht man MIDI-Interface, oder einfach direkt ein USB-MIDI-Keyboard, was einfach einen USB-Anschluss hat, was darüber einfach die MIDI-Daten überträgt. Ja, ich hoffe, dass jetzt das hier dem einen oder anderen weitergeholfen hat, wie man sein Keyboard am Computer anschließt für Musikproduktion. Oder auch jetzt hier Notensatz. Das Ganze ging ja auf einen Kommentar zurück, das ich bekommen habe. Habe ich euch mal jetzt hier eingeblendet. Ich hoffe, dass es auch dem Kommentarschreiber weiterhilft. Wenn es dazu Fragen gibt, gerne in die Kommentare. Das Ganze ist ein relativ weites Feld, worüber man stundenlang erzählen könnte. Ich hoffe, ich habe jetzt die wesentlichen Sachen abgedeckt und es war einigermaßen verständlich. Falls nicht, kann ich gerne weitere Videos machen, die dann da gewisse Teilbereiche genauer beleuchten. Bis zum nächsten Video dann und ciao.